Herzlich willkommen zurück, oder wie man das immer so sagt. Teil 1 ist jetzt erledigt. Wir haben den Fall 10 ausgebaut, wie ihr seht. Liegt jetzt hier daneben auf der Palette. Alles andere, was zu dem Auto gehörte, ist auch ausgebaut. Klimaleitung, Kühlwasserleitung, Servoleitung. Alles, was der Umbau braucht, was dann in den V8 rein muss. Warten draußen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal hinten reingucken. So sieht das dann aus, wenn ja immer das Aggregat ausgebaut ist. Also hier ist immer nichts mehr drin. Da hängt halt jetzt hier. Was ist denn hier jetzt alles dazu? Kabelbaum hast du komplett übernommen. Genau, Kabelbaum ist komplett. Kann ich dir auch mal zeigen. Also sowas hier in die Richtung. Ich habe dann angefangen, alles auszupinnen und aus den Trägern rauszunehmen, dass ich alles, den kompletten Motorkabelbaum, immer nach hinten durchnehmen kann. So, und das mache ich dann quasi hier hinten. Durch die Spritzwand hier hinten ziehe ich den kompletten Motorkabelbaum mit Sicherung komplett durch und lege den dann einfach auf den Motor drauf. So. Wie ihr das hier seht, die von liegt quasi so hier drinnen. Dann geht bis vor ein Beifahrerfuß, Fußraum, die muss immer ausgebaut werden. Und ansonsten haben wir quasi den kompletten Motorkabelbaum mit den ganzen Sicherungen und Relais aus dem Innenraum rausgebaut und immer durchgezogen. So, jetzt sind wir an dem V10 soweit durch und fahren jetzt das gleiche an dem V8. Heißt, Beifahrersitz raus, Innenraumteil zerlegen, Steuerleitung abmachen, Relaisträger raus und dann ansonsten alles wieder von unten rausbauen, Motor raus und dann fangen wir an, aus dem R8 V8 in R8 V10 zu machen. Passiert jetzt an dem V10 noch irgendwas oder kommt der jetzt so einfach wieder rein? Ja, also was wir jetzt noch machen, aufgrund dessen, dass er immer ausgebaut ist, wir werden jetzt die Krümmer abnehmen, machen die Krümmerdichtung gleich mit neu. Das sind halt Sachen, wo man sonst nicht mehr rankommt, dass das wieder alles dicht ist, weil die nicht mehr so, optisch nicht mehr so schön waren. Genau. Ansonsten alle Flüssigkeiten, Filter. Was halt immer neu gemacht wird, aber ansonsten wird er dann so in den R8 V8 gepflanzt. Nächster Teil Motor ausbauen. Wir sind jetzt am R8 V8 und fangen jetzt an, hier hinten auch das Aggregat auszubauen. Quasi das gleiche wie bei dem V10. Das wird hier hinten erstmal alles frei machen. Wie haben wir angefangen? Was haben wir gemacht? Also ihr könnt es ja hier schon ein kleines bisschen sehen. Innenraumverkleidung raus, Sitz raus, um den ganzen Kabelbaum freizulegen. Mal wieder. Genau. Und das haben wir. Das soll ich mal kurz zeigen, wie das hier wieder aussieht. Sitz raus, ganze Verkleidung raus, dass ich eben wieder an Sicherungsträger, Relaisträger rankomme. Hier haben wir wieder unser Pluskabel vorne aus dem Fußraum rausgehend. Genau, und jetzt fangen wir an, hier hinten erstmal alles wegzubauen. Wir haben jetzt hier quasi die Kofferraum-Motorhaube. Kofferraum-Klappen-Motorhaube. Heckklappe, Motorhaube, wie auch immer man das nennen will, weggebaut, dass wir jetzt hier Platz haben. Na, und jetzt fangen wir an, erstmal kommt jetzt hier Stoßstange runter, dieser Heckflügel kommt runter und dann werden wir sehen. Und wenn wir dann wieder einen neuen tollen Zwischenstand haben, geben wir wieder Meldung, denke ich. Willkommen zurück, mittens beim Ausbau, dass ihr euch gleich mal seht, wovon wir immer sprechen, die Service halt warum. Muss hier was geändert werden mit einer Radausschale rein. Ihr könnt ja mal kurz hier reingucken. Radausschale hinten links, wie man sieht, die ist komplett zu. Wieso ist das so? Nehmt jetzt mal heraus. War die gar nicht verschraubt? Die war verschraubt, zwar nie an allen Schrauben, weil ihr auch schon wieder, ich würde es jetzt nicht sagen, verfuscht wurde, aber ihr wurde auch schon mal Hand angelegt. Genau. Größter Unterschied, Audi R8 V8 zu Audi R8 V10. Der Motor. Erstens das und zweitens haben wir zum Beispiel hier hinten in der Ecke, wenn man das hier sieht, sitzt hier nur ein Wärmetauscher. Ja, quasi ist das der Kühler, Motorölkühler, Wärmetauscher, Kühlwasser umspült zum Kühlen. Was beim V10 dann wiederum anders ist, weil wir beim V10 dann über die komplette Leiste hier einen Rippenkühler sitzen haben, der quasi durch die anströmende Luft, die hier vorne durch das Blade kommt, das Motoröl kühlt, deswegen haben wir dann eben auch diese Rathausschale hier und die ist komplett offen. Also sind die Sideplates quasi auch unterschiedlich, die Luftanströmung? Genau, der Unterschied bei dem V8 ist, dass quasi dieses Blade hier relativ gerade und schmal ist. Bei dem V10 geht das Blade ein Stück weiter raus und einfach dieser Lufteinlass ist viel breiter und besser. Denn jetzt können wir euch das einmal direkt zeigen. Ich hoffe, ihr seht das. Also zum einen ist das Gitter dort auch kaputt, was nie unbedingt sein sollte, aber was leider so ist. Genau, wir haben jetzt hier quasi drei Finger breit, nenne ich jetzt mal,
den Einlass für die Luft, für die frische Luft, ne, die Strömung. Wenn wir jetzt an den V10 gehen, dort ist jetzt nicht mehr so viel da, aber es reicht, um euch das zu zeigen. Haben wir quasi hier den Lufteinlass, ja, der natürlich bedeutend breiter ist als wie drei Finger, also hier kann ich meine ganze Faust einhalten. Ich denke, alles, das ist deutlich, ja. Ne, ist auf jeden Fall viel breiter und die Luftanströmung ist auch viel besser. Und eben durch die Luftführung, die ich dort jetzt noch direkt mit drin habe, um den neuen Rippenkühler anzuströmen, ist der größte Unterschied mit dort dazu. Das hat der halt eben nicht. Deswegen nur Wärmetauscher, großen Rippenkühler, der mit Luft angeströmt wird. Und das muss einmal komplett umgebaut werden. Und die Radausschalen. Genau. Bis dann. Wir sind jetzt aktuell beim Umbau. V8 ist raus, V10 ist raus. Wie ihr hier drüben sehen könnt, stehen jetzt beide hier. Genau, jetzt geht es daran, Leitung umzubauen. Heißt Klima, Kühlwasser, Servo. Genau. Und jetzt immer alles umbauen. Müssen wir mal hier drunter kommen, dass man das vielleicht mal sieht. Ja. Also immer hier, Servoleitung hier außen ist neu gekommen. Die Druckleitung, die geht bis hier rüber. Dann haben wir die zwei Servoleitungen noch. Die sind auch beim V10 anders als beim V8, die haben wir mit umgebaut. Ansonsten geht es jetzt noch darum, die Klimaleitung zu erneuern, die ich jetzt gerade hier reingebaut habe. Die zum einen und zum anderen. Und zum anderen dann diese hier. Die ist prinzipiell bis hier fast gleich, V8, V10. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist der Abgang, weil wir hier hinten in einem anderen Winkel rauskommen müssen, weil die Anschlüsse anders sind. Aufgrund dessen, dass der V10 zwei Zylinder mehr hat und ein bisschen länger ist, sind die ganzen Anschlüsse. Das Lehne ist ein bisschen anders gelegt und deswegen müssen wir immer, was hier unten im Kardantunnel ist, immer die ganzen Leitungen raus und immer umbauen. Was halt noch gemacht werden muss, ganz wichtig, aufgrund dessen, dass dieser A8 so aussieht, wie er aussieht, müssen bei dem V10 die Motorlager noch getauscht werden, weil die hat es ordentlich zerfetzt. Die sind ausgebrochen und gerissen. Motorlager, Getriebelager machen wir neu. Wie gesagt, die Krümmer kommen ab, neue Krümmerdichtung. Ansonsten bleibt das Ding so, wie es ist. Naja, ansonsten haben wir noch, ich weiß nicht, ob man das erzählen soll, darf, die Schwierigkeiten mit den Airbags. Ja, ich kann euch das eigentlich auch mal zeigen. Was haben wir denn für eine Schwierigkeit? Also an sich ist kein Fehler aufgetreten, weder im Fehlerspeicher noch im Kombi-Instrument sonstige Sachen. Nur beim Ausbau ist quasi aufgefallen, weil wir den Beifahrersitz rausnehmen müssen, dass der Beifahrersitz gar nicht angeklemmt war. Und das quasi der Airbag-Stecker war nicht angesteckt. Hat uns schon gewundert, wieso weshalb warum keine Fehlerlampe an ist. Und wieso, das kann ich euch jetzt gleich mal direkt zeigen, wieso hier keine Fehlerlampe leuchtet. Ich kann mal hier rein. Immer hier reinleuchten. Siehst du das hier? Ja. So, wenn ich hier so drauf leuchte. Ah. Das blinkt schon. Na? Das hier ist quasi immer Airbag-Stecker. Mhm. Dort ist irgendwas reingesteckt, was dann eigentlich nicht rein soll. Und zwar ist das einfach ein Widerstand, der dem quasi vorgaukelt, dass der angesteckt wäre. Mhm. Also aber ist genauso, liegen hier unten noch Sicherungen drin. Und hier haben wir noch ein Relais, da ist einfach ein E-Pin umgedrückt. Sieht man das? Mhm. Na, und da war so ein nettes blaues Isolierband drauf, dass das natürlich auch nicht passiert. Ja, ansonsten haben wir hier noch, siehst du das hier? Mhm. Das ist für einen Gurtstrafer. Auch nie angeklemmt. Auch nie reingeklemmt. Und hier ist quasi auch wieder, einfach ein Widerstand reingeklemmt. Mhm. Und fertig. Und dort war das hübsche rote Isolierband drin, was hier im Fußraum liegt. Mhm. Genau. Also immer mehr Überraschung. Umso mehr man hier freibaut, umso schlimmer wird's. Jetzt geht's quasi daran, erstmal Motor rein. Oder erstmal umbauen, die ganzen Leitungen, dann den Motor ein bisschen draußen noch machen, Motor rein, gucken, ob er läuft. Und dann kümmern wir uns um die ganzen Kabellagesachen. Alles schön verbauen. Alles schön verbauen und die ganzen Widerstände raus. Und dann erstmal gucken, ob irgendwo Fehler im Beifahrersitz ist oder was dort der Sinn dahinter ist. Mhm. Und wie liegt man da jetzt eigentlich im Zeitplan? Prinzipiell. Weil der Zeitplan ist ja diesmal relativ knapp gesteckt, habe ich gehört. Der ist relativ knapp gesteckt. Wir sind jetzt eine Woche dran, effektiv 3 Tage. Haben in den 3 Tagen jetzt V10 raus, V8 raus und sind jetzt am Umbau. Prinzipiell in der Zeit liegt man eigentlich ganz okay, würde ich es jetzt mal nennen. Wie lange haben wir denn noch? Naja, eigentlich, also heute ist Montag und eigentlich muss das Ding am Freitag komplett fertig sein. Also mit allem. Alles komplett mit Probefahren, mit Software, mit
Also es muss eigentlich alles am Freitag fertig sein. Mit Eintragung, Aufbereitung? Prinzipiell ja. So war zumindest der Zeitplan, der gesteckt wurde. Wird stramm, wird sehr stramm, aber muss ich halt Gas geben. Machbar.